Hallo zusammen, ich bin Katharina. Wir sind heute hier bei Betty Bossi und wir backen zusammen Zimtschneemännchen backen. Zuerst mache ich die Melasse in die Pfanne, damit wir die können warm werden lassen. Jetzt mache ich den Zucker drin und den Butter. Butter mache ich in Stückchen drin, damit er auch schneller schmilzt. Und dann schmelze ich das mit Rühren. Und durch das Rühren wird die Masse dann auch gerade kühler, damit wir dann noch gerade weiterfahren können. So, jetzt rühren wir das Ei und das Wasser noch drunter rühren. Hier muss man wirklich schauen, dass die Masse, die man vorher auf dem Herd kennt, nicht zu heiß ist, weil sonst wird das Ei dann auch verscheiden. Jetzt geben wir zum Mehl noch ein bisschen Zimt und ein bisschen Backpulver kommt auch noch rein. Dann geben wir das ein bisschen mischen. Und dann kommt die Melasse hier dazu. Und jetzt kann man das zu einem geschmeidigen Teig rühren. Und jetzt packen wir den Teig in Klarsichtfolie einpacken und kühl stellen. Am besten tut man den jetzt ein bisschen flach drücken, dann kann man nach dem Auskühlen den gut auswallen. Jetzt können wir den Teig auswallen. Ich werde ihn jetzt einmal halbieren, damit ich nicht so einen grossen Klotz habe zum Auswallen. Und tue das gut mehlen, damit mir der Teig nicht auf dem Boden klebt. Dabei löse ich den Teig immer wieder von der Oberfläche lösen, damit er dann auch wirklich nicht klebt. Und so bekomme ich auch ein schönes Resultat. Jetzt haben wir drei verschiedene Grössen von Rondellen und wir stechen von jeder Rondelle 8 Stück ausstechen. Ich stehe immer schön am Rand ausstechen, dann muss ich immer weniger auswählen. Und jetzt packen wir die Rondellen backen in den Backofen. Dann machen wir die Eiweißglasur für auf unsere Schneemänner. Da trenne ich zwei Eigelbe vom Eiweiß. Dann machen wir das Eiweiß zum Puderzucker und dann das schön schummig schlagen. Jetzt können wir die Rondelle mit ein bisschen Eiweißglasur bestreichen. So bis schön am Rand raus. Dann nehmen wir eine nächste kleinere Größe. Dann das auch bestreichen und setzen es dann so versetzt aufs Größere drauf. Dann haben wir noch das ganz Kleine und das dann kommt dann auch wieder versetzt drauf. Und jetzt dunkeln wir die Marshmallows in die geschmolzene Schoki. Dabei tut man das noch gut abtropfen, damit es nicht zu viel Schoki am Marshmallow hat. Und dann setzen wir das auf ein Backpapier. Und die getrockneten Hiete kommen jetzt hier auf den Schneemann oben drauf. Aus dem orangen Marzipan machen wir jetzt ein Näschen, was eigentlich dann das Riebli sein soll. Nehmen noch ein bisschen von der Glasur, die wir vorher hatten, und stecken das als Nase hier an. Und mit dem Schokostift malen wir ihm jetzt noch ein paar Knöpfe malen. Et voilà, und fertig sind sie, unsere Schneemännchen.